Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zum nächsten Part von Star Wars The Old Republic und dem Let's Play. Wir befinden uns auf dem Planeten Balmora, einem Planeten, der zwischen zwei Fronten steht, und zwar der Söldnerarmee und des Imperiums bzw. der Republik. Und es wird heimlich gemunkelt, dass die Republik daran schuld ist, dass hier solch ein Bürgerkrieg, würde ich gleich mal behaupten, solch eine Schlacht entstanden ist. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt in dieser Folge, uns jetzt gar nicht mehr mit Balmora zu beschäftigen. Nein, wir werden nämlich den Raumkampf mal ansehen. Mal sehen, wie Barovia das gelöst hat. Ich habe ja bereits im Vorfeld versprochen, die Folge wird richtig cool. Bin hier gerade ein bisschen... So, die Folge wird cool und deswegen begeben wir uns jetzt auch mal in die Lüfte, ins Universum und absolvieren einfach mal die Quest. Der ein oder andere wird sich vielleicht wundern, warum ich auf einmal Level 16 bin. Ich habe ein bisschen auf Balmora mal ein bisschen rumgelevelt, einfach mal ein paar Druiden zerfetzt. Ich habe auch einiges an Credits gewonnen, dazu gewonnen, und deswegen eigentlich ganz dufte. So, wir müssen hier rein. Sind ja ein Sith-Krieger und wir müssen zum Hangar des Sith-Kriegers. Dann mal los! Da hinten steht auch schon unser Schiff. Die gute Wette ist auch wieder dabei. Das ist super. Unser Protokoll-Druide wartet auch schon in unserem Raumschiff, der ja unser neuer treuer Begleiter ist. So, das ist unser Baby. Damit geht's jetzt ab ins All. Und nun verlassen wir Balmora erstmal. In den kommenden Folgen sind wir natürlich wieder hier. Auf geht's! Ich möchte noch kurz was erklären, und zwar ist in der aktuellen Story-Quest geht es darum, dass wir eine Druidenfabrik bzw. die Umgebung davon auf Balmora zerstören müssen. Ich habe das schon ein bisschen angefangen, und zwar auch in einem Let's Play, allerdings hat mir die Aufnahme nicht so gefallen. Und ihr habt jetzt noch nichts Großartiges verpasst, wir mussten ein paar Sprengstoff, Sie sehen in Hochform und gefährlich aus, wie immer. Ja, und jetzt halt mal die Klappe. Wir mussten nämlich Sprengstoff platzieren, um die Droidenstation praktisch wegzubomben. Und das haben wir auch ganz gut gemeistert. Aber jetzt geht's natürlich erstmal weiter mit euch. Ihr werdet natürlich jetzt weiter eingebunden, nur ich dachte, das wäre nicht relevant, da wir einfach nur leveln wollten, beziehungsweise ich. Und ja, so, wir müssen jetzt hier im Stuhl des Captains Platz nehmen und dann einfach mal hier auf die Galaxiekarte blicken. Ihr seht, die Galaxis ist riesig. So, kurz erklärt, wir befinden uns hier in den Kernwelten, bestehend aus Alderaan, Balmora und Corellia. Und wir haben verschiedene Gebiete zu erkunden, wie die unbekannte Region und Illum. Illum ist der Planet, wo man sich praktisch als High-Level-Spieler hinbegeben kann. Dann gibt es hier das entfernte Outer Rim mit Belsavis Hot und Tatooine. Hot und Tatooine dürften den ein oder anderen geneigten Star Wars-Fan vielleicht bekannt vorkommen, nämlich aus den Filmen. Dann haben wir den Huttenraum, Hutta. Kennt jemand vielleicht aus meinem Star Wars The Old Republic Beta Let's Play, Folge 1 bis 10. Hutta, Nar Shaddaa, Quesh, Foss und Weltraumeinsätze gibt es hier zu lösen. Und natürlich der Sitz des Imperiums, Drum und Cast, da waren wir natürlich schon, die imperiale Flotte, Korriban und Taris. Wir begeben uns in den Huttenraum und haben natürlich hier noch so verschiedene Untergebiete, wie zum Beispiel Foss oder die Raumschlacht Jabim-Eskorte oder... Ja, also wir machen jetzt aber erstmal die ganz leichte Raumschlacht, und zwar das Huttenkartell Horchposten. Kurz erklärt, das Kartell hat der Republik erlaubt, eine geheime Raumstation im Huttenraum zu errichten, um Nachrichten über imperiale Einsätze in der Nähe abzufangen. Alle verfügbaren Schiffe wurden zur Zerstörung der Station beordert, doch es werden zusätzliche Streitkräfte nötig sein, um die Verteidigung der Republik zu überwinden. Unsere Aufgaben sind es, das Stationsgeschütz, den Schildgenerator, den Hangar und die Antennen zu zerstören, und wir müssen unsere Raketen aufheben, um die Ziele zu zerstören. Treibkosten sind 42 Credits, und das Ganze ist 10.635 Parsecs entfernt. Also, los geht's. Ja, wir möchten die Quest annehmen.
So, hier bekommen wir nochmal einen Blick über die Ziele, die wir hier absolvieren müssen. Und zwar müssen wir 12 Geschütze zerstören, 3 Hangar zerstören und, das konnte ich sonst nicht mehr lesen, Schildgeneratoren und Antenne, glaube ich, noch. So, das hier ist unser Schiff. Wir können das Schiff nur so von links nach rechts steuern, aber nicht selber fliegen. Ist gar nicht so einfach, Freunde, ich sage euch das. So, wir haben hier noch so eine Nebenquest, die besagt, dass wir hier diese republikanischen Gleiter zerstören müssen. Die Raumjäger, dafür kriegen wir natürlich auch Erfahrungspunkte, wie es denn auch sein soll. Auf meinen Freund anzugreifen. Ach, ich greife unser einigen Kompanien. Ich honk. Seitdem natürlich auch feindliche Kreuzer hier. Yvette ist natürlich bei uns an Bord. Warum denke ich immer, dass der feindlich ist? Wir sollten die Schilde hochfahren. So, jetzt können wir schon mal die Raketen platzieren. Luftdüsen stabilisieren. Greife den Feind an. Einmal los. Wow, wir müssen natürlich auch ausweichen. Da haben wir jetzt Ruhe. 22:65. Ah, da kommen wir nicht so dran, oder? Boah. Ne, da reichen, wir haben keine. Okay, wir haben keine Raketen mehr, scheiße. Dann müssen wir das jetzt manuell zerstören. Unser Freund braucht Hilfe. Helfen wir doch gerne. Wir haben uns im Visier. Waffen prüfen. So, die Energie unseres Schiffes ist auch noch ganz gut. Wow, das war knapp. Beinahe in den feindlichen Raumjäger reingeflogen. Kamikaze. So, die Hälfte hätten wir jetzt. Jetzt kommen sie aber, jetzt wollen sie es aber wissen. Und nicht mit uns. So. Ich glaube, da können wir drauf schießen, bis wir grün sind. Dann müssen wir erstmal die anderen Sachen zerstören. Yes. Das packen wir, Freunde, das packen wir. Unsere Energie ist noch zu 50% voll. Mehr sogar als 50, oder? Wir müssen natürlich auch ausweichen, wie ich schon gesagt habe. Komm, Freunde, das packen wir hier. Wow, ausweichen. Nicht gegen die Antenne fliegen. So, 49 von 60. Ja. Blut vergießt. Feindliche Jäger eliminieren. So viel Zeit haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Zwei Minuten noch. Yes! Haben wir die kleine Mini-Raumstation auch weg zerstört? Okay, die haben uns jetzt die bestmöglich. Juhu! Wir brauchen eine Überholung. Wie lange sollen wir denn da jetzt drauf schießen?
Braucht man einen anderen Anflug. Boah, jetzt wird's aber ein bisschen stressig hier, Freunde, Freunde, Freunde. Ich werde siegen. Ihr seht schon, unser Schiff ist schon ziemlich mitgenommen. Hey. Okay, eine Minute haben wir noch für die Quest. Was soll ich denn machen? Wir fliegen so bescheuert an, ich brauche echt mal... Okay, jetzt noch mal eine Runde. 50 Sekunden noch. Dann nehmen wir doch lieber noch alles mit, was wir kriegen können. Komm, geh kaputt. Okay, okay, unsere Energie ist auch sehr kritisch. So, jetzt komm, jetzt. Noch 25 Sekunden, oh Gott. Wo will er hin? Wuhu! Ja, das schaffen wir leider nicht mehr, Freunde. Ich hätte die Raketen anders einteilen müssen. Aber mir ging es in erster Linie nur darum, dass ihr mal seht, wie der Raumkampf ist und wie ihr das Ganze findet. Deswegen schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare. Ach doch, wir haben es doch tatsächlich geschafft. Und wir haben eine Flottenauszeichnung bekommen. Ja. Dufte. An Erfahrungspunkten haben wir natürlich auch was gewonnen. Das ist ja schon mal schön. Du erhältst 820 Erfahrung Fliegerass. Es ist eine große Ehre, einer Persönlichkeit wie Ihnen dienen zu dürfen. Die Geschichte wird sich an Ihren Namen erinnern. Das glaube ich auch, mein Freund. So, wir gehen uns jetzt mal auf Balmora umsehen. Und fangen mal an, unsere Quest jetzt hier in Angriff zu nehmen. Balmora. Ihr seht schon, der Planet ist ziemlich mit viel Grün ausgelegt, aber auch ziemlich zerstört und es gibt viele Krater und ja, es treiben sich auch riesige Unwesen da, die eigentlich gar nicht so gefährlich sind, wie sie aussehen. Ich habe mich schon da ein bisschen da reingefuchst und ich muss euch sagen, der eine oder andere hatte nicht mehr was zu lachen. Naja, so, jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis die Ladezeit durch ist. Ich kann kurz was zu Balmora erklären. Balmora ist ein Planet des Imperiums, ihr werdet das sehen. Und dort herrscht zurzeit ja ziemlicher Krieg. Die Widerstandssöldner oder die Widerstandsarmee, die muss zerstört werden und wird indirekt von der Republik unterstützt. Und das darf natürlich nicht sein. Da müssen unsere Feinde natürlich das Lichtschwert der Macht spüren, des Zorns, des Hasses. So, hier nochmal unser Schiff. So, die Wette, die braucht gar nicht denken, dass die im Raumschiff bleiben kann. Die kommt natürlich schön mit. Ne, nicht der Druide. Die will ich gar nicht. Die Wett. Was ist das denn jetzt für ein Bug? Hey. Ja, jetzt wollte ich schon sagen. Jetzt wollte ich aber schon sagen, Wett. Ich dachte, du lässt mich im Stich, meine Dame. Nee, das kann ja nicht sein. Wir sind doch gut befreundet. Ich habe ihr erzählt, dass wir jetzt verschiedene Planeten bereisen können. Und ich muss sagen, ich habe schon mal einen Blick auf Nar Shaddaa geworfen und muss sagen, das wird euch richtig gefallen. So besonders Star Wars Fans ist auf jeden Fall sehr fett, das anzusehen. Raumhafen von Sobrik, so heißt die Stadt, wo das Ganze stattfindet und startet. So, da sind wir am Raumhafen von Sobrik. Da muss ich mal ganz kurz hier lang, genau. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz... Okay, Credits haben wir fast 2000. Das ist ja ein Weltwunder. Ich bin ja schon reich. Wer meine Let's Plays kennt, der weiß, dass das sehr selten ist, dass ich so viele Credits in der virtuellen Hosentasche habe. Naja. Ach, wo laufe ich denn hin? Ich laufe gerade zu den Hangaren. Ich wollte ja gar nicht. Ich wollte ja hier durch. Wir wollen den Raumhafen hier verlassen. So. Also das ist Sobrik, eine imperiale Stadt, ihr seht schon, und hier ist auch so ein riesen Schutzschild drüber, weil hier ja richtiger Krieg herrscht. Und da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht zwischen den Fronten geraten,
Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ja, wir flattern mal ganz kurz mit dem Taxi darüber. Obwohl, ne, wir gehen mal ganz kurz noch die Erfahrungen, die Skills lernen. Ups. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Im Kampf brauchen wir die auf jeden Fall. Da verlieren wir jetzt zwar wieder ein paar Credits, aber damit lässt sich's leben. So, Machtschrei und zerschlagen. Ist eine Waffe. Oh, haben wir. Lehren, sie zu führen. Haben wir da Hieb und wilder Ansturm. Kostet auch sehr viel Asche, muss ich echt sagen. Warte mal, wir haben bestimmt noch was an Items da, was wir vertickern können. Oh, wir haben genug. Ach, der will es gar nicht kaufen, oder wie? Nee, bei dem kann man gar nichts verkaufen. Och, nö. Oh, ich sehe gerade mal hier. Das ist ja. Die ist ja richtig gut. Die nehmen wir mal. Ja, jetzt sehen wir doch direkt ein bisschen cooler aus. Direkt wie beim Imperium hier angepasst. Herrlich. Keine Gnade. Ja, dann müssen wir die anderen, den anderen Skill später nochmal in Angriff nehmen. Und jetzt erstmal mit dem Taxi dahin, weil wir brauchen natürlich noch das passende Kleingeld, sage ich jetzt einfach mal, um überhaupt die Skills hier zu kaufen, beziehungsweise ja, zu ermöglichen. So. Oh. Ach, den lassen wir jetzt erstmal. Ich muss mich echt mal auf die Hauptquest konzentrieren, sonst hänge ich noch mit Level 2000 hier. Das können wir alles noch hinterher machen. Erinnert mich einfach mal an den Videos dran. Ihr seht, das hängt ein bisschen. Also hängt jetzt nicht, ist auch flüssig eigentlich, aber das ist echt eine riesige Umgebung und das braucht natürlich auch ein bisschen Performance. Vor allem, weil jetzt der neueste Patch ja auch Anti-Aliasing ermöglicht hat. Falls der ein oder andere das weiß. In meinen Let's Plays sage ich ja immer sowas. Wenn es neue Updates gibt, ich gucke auch immer in die Patch-Notizen. Und wenn dann ein Update veröffentlicht wurde, gebe ich immer gerne Bescheid und gehe darauf ein, falls es denn erwähnenswert ist. So, wir erreichen jetzt unser Ziel. Da sind wir dann. Okay. Dann mal los. Also kurz erklärt, die Quest geht darum, dass wir. Ich kann es einfach mal vorlesen. Dasbarer zufolge befinden sich im Hauptcomputer des Satellitenkontrollturms sensible Daten, die beweisen, dass Commander Rylan in die Sabotage der balmorischen Verteidigung während des Kriegs verwickelt war. Leutnant Quinn. Ah ne, heißt der Leutnant? Ja, Leutnant Quinn hat dich mit Sprengladungen versorgt. Begib dich zum Satellitenkontrollturm im makabischen Flachland und spreng den Hauptcomputer in die Luft. Marakanischen Flachland, so, Entschuldigung. Mal schnell überflogen hier, ja, überflogen hier. So, dann geht's auch direkt weiter. Wir haben da gar keine Zeit, jetzt hier rumzueiern. Wir müssen mal direkt weiter. Ups, jetzt hänge ich hier in dem Felsen. Obwohl, Leute, wisst ihr, ich habe hier eine Abkürzung gefunden. Das war auch eigentlich das, was ich machen wollte. Sonst müssen wir komplett rumlaufen. So, hier sind viele Druiden, die hier rumgeistern. Da kann ich jetzt schon mal sagen, die sind auch nicht von schlechten Eltern. Ich kann jetzt mal hier ein paar Plätten. Ja, du feiner Druide, leg dich ruhig auf den Boden. Ist ja nicht so, als ob du gerade kämpfen würdest. Ich habe übrigens jetzt aktiviert, dass wenn wir looten, das direkt alles auf einmal aufsammeln. Das geht. Also das ganze Gebiet. Sonst hätten wir ja Ewigkeiten jetzt damit noch verbracht, noch zu looten. Wir müssen jetzt echt mal beim Let's Play ein bisschen an Zeit gewinnen. Ein Verteidiger O3, ne 03Z, hat sich ausgenulltreit. Die bringen uns an Erfahrungspunkten eigentlich so gut wie gar nichts, wie ihr vielleicht merkt. Och, wer hat mich denn jetzt, wo kommt das her? Ja, wo bist du denn? Ach, da oben, du feige Sau. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Also das ist ja mehr als feige. Na gut, die Wett, die macht das schon. Ich muss erstmal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Oder so. So hat's auch geklappt. Da. Immer was fallen lassen. Nein. Okay, dann mal weiter. Ach, hier bin ich vorhin schon gescheitert.